Ali, Hallöchen. Markus und Jonas hier vom Ringside Gym. Heute am Freitag gibt es auch noch mein Training für euch. Ich habe ein kleines Programm mit Auflockerung, die ist ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag nur vor in der Sonne gesessen hat oder gelegen. Und dann noch ein bisschen Ausdauer, wie immer, kleine Mischung. Ganz einfach erstmal Handflächen zusammen, Finger aneinander und Handflächen kreisen. So, ein paar sind ja schon da. Jack, schön, dass ihr da seid. Hallo Jack, Albert. Hallo Jack. Genau für euch ist dieses Training. Nicht für unsere Mitglieder. Genau für Jack und Albert jetzt. Da sind noch ein paar mehr da. Ja. So, als nächstes Fußkreisen. Was kann ich? Was ist das? Ich Fußspitze in den Boden rammen und dann immer so. Behindert rumbewegen. Ja, das ist gut. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Aus der Hüfte raus. Dann ist es lustiger. Andere Seite. Also erstmal alles schön lockern. So, rechten Arm auslockern, ganz entspannt hin und her schwingen. Den linken, wenn ihr Musik habt, könnt ihr das auch zu einem Beat machen. Caro, mach uns Musik. Mach mal unsere Musik, Caro. Nein, Caro macht Beatbox, das klingt ungefähr so. Beide gleichzeitig. Nein. Dann geht gleich was kaputt. Was haben wir hier gemacht? Bein auslockern. Okay. Hier wird dann beide gleichzeitig schwer. Anderes Bein. Hey. So, Brustkorb. So, lass mir Arme auslockern. Okay. Hintern. So, als nächstes, ich habe eine Tasse von meiner. Ich habe eine Plastiktasse von meiner Tochter geklaut. Nehmt keine reale Tasse. Die ist bloß zu veranschaulichen. Und zwar, wenn ihr noch die alten asiatischen Kampffilme im Hinterkopf habt, die haben da so eine Tassenübung gemacht. Die durfte da nicht runterfallen. Dankeschön. Und zwar, ihr habt die. Hier unten ist gut für die Schulter und jetzt mobilisieren, dass es ein bisschen entspannter wird. Ja, dann geht ihr mit der Hand zum Körper und dreht die Arme rum. Dann folgt ihr mit dem Arm, Ellbogen ist oben, und dann dreht ihr die über den Kopf und wieder zurück. Genau, davon machen wir jetzt ein paar. Ihr könnt das natürlich mit eurer Tasse üben und die alle kaputt machen. Oder ihr habt auch so ein cooles Kind wie ich und dürft euch das ausleihen. Oder einfach, vom Prinzip her geht es natürlich auch ohne Tasse. Ja, geht nur um die Bewegung, erst bei den dominanten Arm, bei mir ist der rechte. Ganz langsam bewegen, Gefühl dafür bekommen. Ja, wenn ihr Langeweile habt zu Hause und wir gerade kein Video machen, könnt ihr das auch so machen. Ab. Ich hab kurz gezeigt, dass es schon. Wir machen das hier sehr ästhetisch. So, okay. Andere Seite. Okay. Ja, links ist ein bisschen schwerer. Mal sehen. Aber ich. Ein bisschen geschummelt kriege ich es hin. Es geht gar nicht ums Tempo, es geht um die vollumfängliche Bewegung. Ja. Schön langsam. Die Meister machen das dann mit heißem Tee. Dass man zur Strafe eine verbrannte Hand hat.
oder eben mit einer Plastiktasse. So, nächste Stufe. Andersrum. Also, wenn ihr jetzt so gestartet habt und nach innen gegangen seid, geht ihr jetzt mit der Hand nicht nach unten, sondern nach oben und nach außen und genau in die andere Richtung. Oh. Ja. Crazy. Rechts ist gut. Ja, wenn ihr den Rhythmus habt, wo ist unsere Musikkarre? Wo ist unsere Musikkarre? Die ist doch an. Mach ein bisschen laut. Ein bisschen laut. Dann könnt ihr das im Rhythmus machen. Die Schulter und der Körper machen mit. Besser? Ja, danke schön. So, andere Hand. Also, wie gesagt, jetzt nicht. So, sondern ihr geht nach oben und nach außen und kommt dann zu euch zurück. Ganz entspannte Übung. Das ist so schlimm. Das geht, wie gesagt, nach vorne. So. Als nächstes jonglieren, so ein bisschen entspannt. Jonas kriegt die Tennisbälle. Und ich habe jetzt, damit ihr das auch könnt, ja, ich nehme Socken einfach nur zusammengebunden. Ich habe auch überlegt, ob ich euch zeige, wie man Socken zusammenbindet, aber wenn ihr das nicht schafft, es tut mir leid, das zeige ich euch nicht. Müsst ihr bei Mama anrufen. Also, zwei Bälle braucht ihr und ein ganz einfaches Jonglieren mit der starken Hand. Hast du jetzt mit beiden Beinen in einer Hand? Ja, genau, beiden Beinen in einer Hand. Hopp. Wie soll denn das gehen? Du wolltest doch diesen anderen Liegestütz machen. Ach so. Ja, Jonas wollte euch was anderes zeigen. Ich kann nicht so gut jonglieren. Ich zeige euch noch eine andere Übung. Sie fällt mir schwer, ich habe sie vorhin erst gesehen, ich zeige es euch gleich. Und zwar seid ihr in Liegestützposition und ihr habt hier den Tennisball. Jetzt wollt ihr den Tennisball kurz hochwerfen, die Liegestützposition auf den anderen Arm wechseln und mit der anderen Hand den Ball fangen. Einmal, zweimal. Naja, fast vier. So, wenn ihr dann das geschafft habt, was Jonas macht und hier mit dem starken Arm jongliert habt, kommt jetzt der etwas schwächere Arm. Ich probier's mal mit einem Ball. Ihr könnt es übrigens auch mit einem Ball erst mal probieren, damit ihr diesen Mechanismus von Hochwerfen und Fangen hinbekommt. Ansonsten ist das Ganze nur Übungssache und ihr seht, selbst ein erfahrener Jongleur wie ich kommt damit nicht ganz klar. Aber Übung macht den Meister. Hältst du deine Augen immer am Ball? Ja, ich gucke immer oben. Immer oben. Das fängst du nach Gefühl. Genau, man fängt nach Gefühl. Und auch das ist eine Übung, die einfach zur Schulterlockerung ist, noch für die Koordination gut. Außerdem kann man das im Park gut vorführen, wenn man es denn kann und nicht so macht wie ich gerade. Und Spaß macht es auch. Genau, das könnt ihr alles auch nebenbei machen, dann nach dem Training. Währenddessen ihr die Welt rettet zu Hause, weil was macht man sonst zu Hause? Genau, jetzt ist erstmal alles ein bisschen lockerer. Da habe ich die Tastenübung ein bisschen bewegt hier. Wupp, 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 wupp. Dann machen wir nochmal die Hüfte kreisen. Ja. Ja, es ist wichtig, dass man seine Übungen immer schön entspannt beginnt, dann langsam steigert. Richtungswechsel.
So, und Hüfte aufmachen, Bein kreisen. Von innen nach außen. Andere Richtung. Von außen nach innen diesmal. Schwer so lange auf einem Bein zu stehen. Das war gut. So, anderes Bein. Wieder von außen, von innen nach außen. Macht den Bogen hier schön groß. Ohne dass ihr euch dreht. Das sind keine Kreise und das ist auch nicht heben. Nehmt ruhig hoch das Bein. Ihr blockt einmal und dann geht ihr galant nach hinten. Was ist eigentlich die Kamera bei dir da? Oben links, rechts? Ich weiß nicht. Und andere Richtung. Von außen nach innen. So, auslockern. Nächste Übung. Ich stehe jetzt auf einem Bein. Ihr müsst viel mit der Hüfte jetzt machen. Ja, also, das Knie gibt die Richtung vor, steht auf dem linken Bein, das rechte Bein bewegt ihr von links nach rechts und das Knie gibt die Richtung vor. Also ihr könnt die Hüfte jetzt nicht still lassen, sondern die macht mit. Ja, und ihr schwingt so ein bisschen rhythmisch mit, damit ihr hier eine ordentliche, geschmeidige Bewegung hinbekommt. Wenn ihr ordentlich mitmacht, müsst ihr jetzt langsam in den Beinen spüren, dass sie jetzt aufwachen, fühlt euch durchbewegt. Anderes Bein. Schön das Knie drehen und die Hüfte macht mit. So könnt ihr die Richtung anzeigen, in die ihr das Knie reinbewegt. Wie so ein Schwung. Nein, das ist eine ganz entspannte Übung. Null Aggression. Achtet aufs Gleichgewicht. Okay, auslocken. Dann Oberkörper eindrehen, ganz entspannt. Okay, auslockern. Wer jetzt schon pustet, geht joggen, das Wetter ist schön. Also das war gerade mal die Auslockerung, Auflockerung, ein bisschen hier durchbewegen. Ist na ja nicht. So, ganz langsame Kniebeuge. Wirklich langsam, kontrolliert. Kein Tempo. Ich zähle meinen Kopf knapp 30 Sekunden. Ich hab schon zwei. Jonas geht joggen. 5 Sekunden noch. Ich gehe aber manchmal joggen. Und aus. 5 Sekunden. So, ich komme kurz die Uhr.
So, bevor ich die Zeit nehme, wir machen jetzt 30 Sekunden lang Liegestütze, diesen Wellenliegestütz. Sind wir nicht? Ja. Also, hinten eintauchen, vorne auftauchen. Schöne Schulterbewegung dabei. Okay, ruhig noch mal ein Stück nach da. So, sieht man das besser? Ja. Nehmt euch Zeit. Kein Tempo. 30 Sekunden vergehen nicht schneller, nur weil es unsauber macht. So, wir machen die nebeneinander, würde ich sagen. Ja. So, Jonas macht mit. Mach mit. So, und los geht's. Also kannst du ein bisschen zu mir rüberkommen, dann sieht man dich. Alles gut. Fünf Sekunden. Und der letzte. Liegestütz halten. Liegestütz halten. Nochmal tief durchatmen. Und Unterarmstütz. 30 Sekunden. Noch 15. Zehn. Fünf. Und auf die Knie setzen, Oberkörper nach vorne lang machen und strecken. In den Rücken atmen, Kopf runter. So, als nächstes Hockstrecksprünge, aber ihr achtet jetzt auf eine weiche Landung. Also Fußgelenk benutzen, ja, abfedern, Kniegelenk benutzen, auch hier federn. Ja, dass ihr schön euer Sprunggelenk benutzt, euer Kniegelenk abfedert und nicht. So. Also, wenn ich das mal sachte vormache. Kriegt ihr auch keine Probleme mit Nachbarn. Nur in eurer Kondition. Sehe ich von hier. Weil du mich. 30 Sekunden und mich. Weiche Landung. Immer hinhören. Ja, da kennt man's. Das war anstrengend. Okay. Beine ausmachen. Trinkpause. Da wir jetzt schon außer Atem ist, sollte vielleicht mal joggen gehen. Caro sagt. Sie muss mir joggen gehen, die ist schon außer Atem. Komm zu sehen. So. Ein Arm einmal so rum, so um den Kopf rum. So. So. Und dann anderen Arm daher. Nicht so doll ziehen, okay? Nur so ein bisschen ziehen. Und zu derselben Seite rüber gehen, wo ihr zieht. Wechseln. Ja.
mal hochkommen. Ich rede jetzt ein bisschen weniger, weil ich mehr atmen muss. Nicht wundern. Das ist ziemlich anstrengend, auch für mich. So, runter. Nur aushängen, Kopf hängen lassen. Tief atmen. Ganz entspannt, kein Druck. Könnt euch ein bisschen in den Arm bewegen. Und tiefe Atmung. Und langsam hochkommen mit dem Einatmen. Ausatmen. Dann stellt ihr euch auf ein Bein, ist leicht gestreckt. Nee, angewinkelt so, das andere Bein gestreckt. Und dann Arme auf das angewinkelte Bein und bei dem anderen Bein Zehen ranziehen. Andere Seite. Immer nur bis zum ganz leichten Schmerz. Nicht so einen harten Schmerz, sondern ranziehen, gute Stellung finden, dass ihr das gut schafft, nicht zu verspannt seid. Dann geht ihr ein bisschen runter mit dem Oberkörper, winkelt das Bein ein bisschen an und zieht die Zehen ein bisschen zu euch, bis ihr eine leichte Spannung habt und dann einfach nur tief und entspannt atmen. Auslockern. So, als nächstes will ich die Hüfte noch mal ein bisschen öffnen. Das heißt, ihr stellt euch schön breit hin. So, dann, ja, hier schon runter und die Hüfte ein bisschen auseinander drücken. Ihr könnt euch noch abstützen auf den Beinen, aber entspanntes Öffnen der Hüfte, Rücken vielleicht gerade, also nicht den hier, sondern Rücken gerade öffnen. Und schiebt die ein bisschen auseinander. Okay, außen. So, Liegestütze nochmal. Ja, wenn wir die jetzt den Wellenliegestütz gerade eben so machen, dass wir hinten eintauchen und vorne auftauchen, machen wir den jetzt genau andersrum. Also vorne rein. Hinten hoch. So. Machen wir wieder zusammen. 30 Sekunden. Nehmt euch Zeit. Es geht nicht um das Tempo, es geht darum, dass ihr eine volle Bewegung einmal macht und schön sauber. Den Rest bringt dann die Zeit. So, los geht's. Letzter und halten. Nochmal tief durchatmen und Unterarmstütz. Halbe Minute. Spielen wir Schere, Stein, Papier? Liegestützen ausgeglichen. So, jetzt kommen wir zur Ausdauer. Wir beginnen
mit auf der Stelle laufen, ja, nicht auf der Stelle trampeln, auf der Stelle laufen, aufwärts hacken. Eine Minute. Ihr dürft die ersten 20 Sekunden euch ein bisschen einprobieren und danach aber volles Tempo. Nicht, sondern hier. Tempo. Haut euch nicht gegen das eigene Kinn. Wenn ihr es tut, schickt uns ein Video davon. So. Also aufwärts haken, eine Minute. Los geht's. Die ersten 20 Sekunden könnt ihr euch ein bisschen einfummeln. Nicht aneinander rumfummeln, einfummeln. Und Tempo, letzte 40 Sekunden. Nächste Übung, Frontkicks, vorderes Bein, ihr bleibt auf dem hinteren Bein stehen. Je nachdem, wie ihr Lust habt, könnt ihr entweder auf dem hinteren Bein mithüpfen oder ihr lasst es am Boden stehen. Macht einfach nur den Frontkick, für die Wade wesentlich schwerer, wenn ihr mitmacht. Dabei zu beachten, dass ihr beim normalen Frontkick eigentlich fest steht und den Partner wegkickt. Ihr geht nicht hoch auf der Ferse. Ja, das ist jetzt nur eine reine Koordinations- und Ausdauerübung. Der richtige Frontkick ist mit vollem Fuß am Boden. Vollem Fuß am Boden. Fuß am Boden. Ja, aber jetzt entweder mit Sprüngen, wenn das durchhaltet. 30 Sekunden. Dann kommt das andere Bein. So, bereit machen. Und los geht's. Vorderes Bein. Deckung oben lassen. So, Fliegerwechsel zum anderen Bein. Okay, kurz ausmachen. So. Das Ganze nochmal. Also nur die Frontkicks. 20 Sekunden pro Seite. Bereit machen, wieder auf den vorderen Bein beginnen. Und los. Noch 10. 5. Wechsel. Gleich wechseln. Hopp, hopp. Fünf Sekunden. Jetzt wieder ein bisschen Entspannung. Und zwar nur Technik. Wenn ihr euch noch an Pieper erinnert, Knie haben wir immer so gemacht, dass wir den Partner zum Knie gezogen haben. Also rechtes Knie,
Dann von links nach rechts, diagonal die Arme runterziehen. Dann auch Gott mit Jonas vor. Er lässt den Kopf oben jetzt, aber ich ziehe ihn ja. Bop. Bop. Würde er keinen Widerstand geben mit seinem Kopf, würde ich den Kopf zum Knie ziehen. Ja, deshalb diagonal runterziehen, Knie hinten absetzen, nochmal an der Seitenansicht. Achtet bitte darauf, dass ihr euch unterstützt mit eurem Fußgelenk. Ja, Ferse hoch, bringt dann nochmal ein bisschen Weg mit rein, ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, dann habt ihr nicht nur den Weg, sondern noch den von eurer Fußbewegung. Also ganz langsam, bop, hinten absetzen. Nehmt euch Zeit fürs Knie. Das ist jetzt eure Pause, ja, die Knie. Eine Minute lang das hintere Knie, dann wechseln wir eine Minute das vordere Knie. Das ist jetzt eure Pause zum Erholen, danach geht es nämlich weiter mit Ausdauer. Ja, und trinken, wenn ihr wollt. Also Knie. Genau, also Knie. Ihr bleibt in der Grundstellung eine Minute, hinteres Knie. Dann wechseln wir die Grundstellung und dann ehemals vorderes Bein, auch eine Minute. Und diagonal runterziehen, ganz entspanntes Tempo, achtet auf die Technik, Ferse hoch. So, los geht's. Nehmt euch wirklich Zeit, verinnerlicht das. Findet euer Gleichgewicht. Kinn bleibt unten. Das wird nicht so nach oben genommen. Bleibt gerade, Kinn unten. Sichert euch. Sofort die Arme wieder hoch. Schön mit der Hüfte. Die Hüfte macht mit. Okay, andere Seite. Wie gesagt, kein Tempo. Ganz entspannt. Findet euer Gleichgewicht. So, anderes Bein vorne. Und los. Diagonal. Spitzes Knie nach vorn. Schön Zeit nehmen. Danach wird es wieder ein bisschen anstrengender. Genießt eure Pause. Letztes Knie. Okay, wieder auslockern. Immer locker bleiben. So. Vorher haben wir Aufwärtshaken gemacht. Jetzt laufen wir auf der Stelle, machen Seitwärtshaken. Aber bitte, bitte nicht so. Oder hier. Sondern. Ja, für den Club? Ja. Kein Seilspringen. Also ihr lauft auf die Stelle und wieder diagonal boxen. Und ihr versucht den Arm ein bisschen in die Deckung zurückzukommen. Wenn ihr es jetzt schnell macht, dann wird es nicht so einfach. Aber nicht hier den, okay? Schulterbewegung ist drin. Arme machen mit. Kinn bis unten. Und dann hintereinander boxen. Machen wir eine Minute, ihr habt wieder 20 Sekunden Zeit, um euch reinzufinden und dann 40 Sekunden lang volle Power. So, los geht's. K
gehen so unten, nehmt die Schultern hoch, nicht den hier hoch die Schultern. Schützt euer Kinn von der Seite. Und Tempo! Zwanzig Sekunden noch. Tempo, 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 Tempo. Oh. 10 Sekunden. Okay. Durchatmen. Jonas und mir eine kleine Pause gönnen. Nächste Übung. Eine Mischung aus. Die Übung hat bestimmt auch einen Namen, kenne ich aber nicht. Also ist eine Mischung aus einem Ausfallschritt und dem Wechselschritt. Heißt, ihr nehmt euch Zeit. Dann geht schön tief. Ihr sollt euch nicht am Knie wehtun, das reicht, wenn ihr kurz über den Boden stoppt. Ganz schön tiefer. Also nicht hier. Ja, macht wirklich einen großen Ausfallschritt. Und geht dann schön mit Knie auf den Boden. Willst du frontal nicht, oder? Das beide seitlich machen, oder? Okay. So versetzt. Okay, also Jonas und ich versuchen das jetzt einzukoreografieren für euch. Ja, und müssen es schön in dieselbe Richtung machen. Echt? Okay. Ja. Achso. Okay. Eine Minute. So. Und los geht's. Schön weiche Landung. Benutzt eure Gelenke zum Abfedern. Nur nach 40 Sekunden. Scheiße! Jetzt! Ja, ich kann nicht mehr. Halbe Minute noch. Mach kurz Pause, mach weiter. Nein, ich halte durch. Also ich halte hier durch, ja? Ihr müsst auf! Oh. 20! Ihr habt ja nicht so dicke Beine. Das ist viel schwieriger so. Na, nach 15. 10. Au. 5 Sekunden. Ja. Okay. Mitmachen. Das soll ich anstrengen. Ist ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall. Auslagern. So. Und jetzt kommt eine Kombination. Die ist einfach. Ihr nehmt euch wieder Zeit, wie bei den Knien. Okay, also folgenden Ablauf. Führhand, vordere Frontkick. Jetzt bleibt ihr fest stehen. Ja? Führen. Vorder Frontkick. Absetzen. Kleinen Schritt rein. Hinterer Kick. Absetzen. Cross hinterher. Jetzt mal wie vor. Genau. Ich mach mal über das vor. Also, ihr treibt den Gegner nur ein bisschen weg. Okay? Bob. Bisschen weg. Kick hinterher, Bob. Und cross. Nochmal. Bob. Bob. Ja, wenn der Partner zurückweicht, könnt ihr ein bisschen länger schlagen. Was? Wenn ihr nicht so weit zurückweicht, könnt ihr vielleicht sogar einen Haken schlagen. Es hängt ein bisschen vom Partner ab. Hopp, ui, hopp, ui. Nochmal. Ja, 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Machen wir jetzt eine Minute technisch. Ganz entspannt. Heißt, lang kommen, aufs hintere Bein stellen, Frontkick. Schritt hinterher, Kick vorne absetzen, Cross hinterher. Hey, ihr trefft im Prinzip so mittelhart den Kick. Bop, aber dann kommt ihr noch mit eurem Cross, der kann dann auch noch mittelhart kommen, weil ihr nicht feststeht.
geht um die Schnelligkeit. Aber jetzt macht es erstmal langsam. So, eine Minute und gut, nach vorne weiter. So, los geht's. Und dann wieder zurück. Euer Tempo. Es geht nur um den Bewegungsablauf. Fühlt so ein bisschen euren Rhythmus. Wie ihr was positioniert, wie ihr steht. Achtet auf die Deckung. Ja, ist auch kein Superman-Schlag. Es ist einfach Kick, vorne absetzen, Schlag. Manchmal trefft ihr den Gegner und eure hintere trifft, bevor ihr das Bein abgesetzt habt. Manchmal trefft ihr einfach auch, wenn ihr schon das Bein abgesetzt habt. Das hängt immer von eurem Gegner ab, wie er reagiert. Wenn er zurückweicht, ist was anderes, als wenn er stehen bleibt. Noch ein bisschen. Okay, so, hab noch ein bisschen Zeit. Jetzt, damit ihr das auch nicht vermisst, gibt's 30 Sekunden lang Liegestütze, 30 Sekunden lang Klappmesser und 30 Sekunden lang Hockstrecksprünge. Alles schön kontrolliert, aber ihr müsst es durchziehen. Gott, klingt anstrengend. Es ist vielleicht auch anstrengend, falls die Jonas und ich ein bisschen nach. Bisschen schwächeln, dann liegt das daran, weil wir so aufgeregt sind für euch zu trainieren. Wenn wir alleine sind und wenn ich schon mal gefragt habe, warum diese ganzen Sandsäcke kaputt sind. Okay, also wir beginnen mit Liegestützen. 30 Sekunden und auf die Plätze, fertig, los geht's. Nach 20. Zehn. Okay. Wir gehen zu den Klappmessern. Was ist das? So? Ja. Okay. Ja. Also auch hier 30 Sekunden. So, los geht's. Wir haben noch gar keine Bauchübung gemacht, ne? Ja, die jetzt. Ne, weil ich merke, das ist einfach. Gut, endlich mal ein Erfolgserlebnis. Am Ende. 5 Sekunden. Okay. So, jetzt müssen wir noch 30 Sekunden lang noch Strecksprünge schaffen. Also ihr müsst es schaffen. Ich gucke zu. Nein, ich mache mit. So, schön abfedern. Ja, denkt dran. So, nochmal die Luft holen. Und los geht's. Sieht man das nicht schon, ne? Nee, sieht gut aus. Da springst du hoch wie ich. Nach 15. Alter, war weit. 10. Ich muss noch mit dem Fahrrad zurück. Okay. So, eine letzte Technikübung noch, und zwar Ellenbogen, hinterer Aufwärtsellenbogen, schön eng am Kopf führen, also nicht hier den, sondern ihr wollt mit dem mittig zum Pin ankommen.
einen Schritt rein machen. Dann Seitwärts-Ellbogen hinterher. Einmal drehen. Rückwärts-Ellbogen. Dreh-Ellbogen. Also, ich verküsse mal Jonas am besten vor. Also, einen Schritt rein. Zwei Schritte hinterher. Dann vorderen Fuß mit einem Schritt ein bisschen eindrehen. Ellbogen. Nochmal. So, machen wir die Minute ganz entspannt. Ihr achtet darauf, dass ihr das immer mit einem kleinen Schritt begleitet. Also nicht alles auf einer Stelle, sondern kleine Schritte nach vorne. Bop, bop, bop. Zusammen. Und versucht euch schon vorzustellen, dass ihr den Gegner mit dem Ellenbogen trefft, dem Hartteil des Ellbogens. So, eine Minute, die Hand entspannt. Los geht's. Und achtet auf die Technik. Schön eng am Kopf führen, den Ellbogen. Hopp, den nächsten auch. Hopp, Ellbogen. Und schön schneidende Bewegung. Nicht wie beim Haken, dass mit Körpergewicht reingeht, sondern schnelle, schneidende Bewegung. Wenn ihr so einen großen Gegner habt wie Markus, wenn ich hier seitlich arbeite, treffe ich nur die Brust oder die Schulter. Könnt ihr ruhig den eingedrehten Ellbogen ein bisschen von oben nach unten. Okay. Dann soll es eigentlich gewesen sein. Aber wir machen noch eine Übung. Spannend. Weil wir noch nicht so viel gemacht haben, machen wir noch mal Klappmesser zum Schluss. Dann haben wir es. Ja, ich mache 20 Stück. Und ihr macht so lange mit Klappmesser oder ihr macht eben auch 20 Stück, aber ihr macht die so lange, wie ich die auch mache. Also ich zähle bis 20. Ihr macht mit. Letzte Übung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Okay, dann war's das. Wir wünschen euch frohe Ostern. Schöne Ostern, genau. Morgen um 15.30 Uhr. Morgen um 15.30 Uhr BJJ mit Elijah und Gabriel, meine Herren zwei. Genau, und wir sind Montag oder so wieder am Start. Schönes Wochenende. Peace.